2000 und davon eine ganze Menge zurückzuführen auf das absolute Wahlkaufen in der Innenstadt. Zu früh aufgemacht, zu lange aufgelassen, zu lange Schlangen, nur eine Wahlkabine, falsche Stimmzettel, keine Stimmzettel, also alles mögliche, was das war. Also bei der Wahlkampfausschuss, die mussten diesmal richtig feste Arbeiten über 2000 Einsprüche entscheiden. Der dritte Punkt dieses Ausschusses ist noch Immunität. Da geht es ja um, da wird es manchmal um spannende Sachen, man darf nichts davon erzählen, weil es so vertraulich ist. Also man könnte ein paar Sachen erzählen, wenn man wollte. Da geht es darum, dass Bundestagsabgeordnete ja Immunität genießen. Immunität gegen Strafverfolgung, das heißt, es darf gegen keinen Bundestagsabgeordneten ermittelt oder einer angeklagt oder sogar eingesperrt werden, ohne dass sich vorher die Immunität aufgehoben wurde. Dieses Institut soll die Funktionsfähigkeit des Bundestags schützen. Also nicht willkürlich, sagt man, Leute eingesperrt werden und dann ist die Mehrheit ganz anders, weil die Hälfte der anderen im Knast ist, sag ich mal. Dafür ist es eigentlich gedacht. Das ist also kein Schutz des einzelnen Abgeordneten, der dann eine Rolle spielt, und das ist eigentlich auch kontraproduktiv zur Zeit, wie das ganze Immunitätsverfahren so läuft, weil man das Problem hat, dass mit dem Beginn der Ermittlungen, also die Ermittlungen, die strafrechtlichen Ermittlungen wegen Steuerhinterziehung, was haben wir noch für Fälle? Wir haben Kennzeichenmissbrauch, Verleihungsdelikte, Untreue-Tatbestände. Dann hatten wir mal einen, der mit dem Motorrad gefahren ist und hat da vergessen, das neue Nummernschild dran zu schrauben und solche Sachen. Da muss immer die Immunität für aufgehoben werden. Das muss ins Plenum und dann weiß es die ganze Welt. Wenn dann hinterher rauskommt, da war gar nichts dran. Es werden ja viele Ermittlungsverfahren eingestellt. Dann steht man wie so ein begossener Kugel da, die schlechte Presse gehabt, aber dass das Verfahren eingestellt wurde hinterher, das kommt dann nicht raus. Also ist ein zweischneidiges Schwert. Aus meiner Sicht kann man es müsste man nicht abschaffen, aber man sollte das anders gestalten mit der Immunität. So, das waren wie gesagt die drei Punkte, die in unserem Ausschuss eine Rolle spielen. Wolltest du zum Rechtsausschuss noch was sagen? Ja, wir sind ja auch beide Mitglieder des Rechtsausschusses. Ich bin aktuell der rechtspolitische Sprecher. Stefan war in der letzten Legislatur jedenfalls zeitweilig der Vorsitzende des Rechtsausschusses. In dieser Legislatur lagen wir stattdessen im Innenausschuss, wo dann unser Kandidat nicht gewählt wurde. Also dieser Kelch ist dann bei uns vorbeigegangen. Da geht es um alle Themen rechtspolitischer Art, bei denen das Bundesministerium für Justiz federführend ist. Da gibt es aus meiner Sicht auch viele, viele Fehlentwicklungen, weil wir Zuständigkeit haben, die eigentlich zum Justizministerium gehören sollten, die aber tatsächlich beim Innenministerium liegen. Und das Innenministerium ist eben klassisch das Polizeiministerium, das ist das Eingriffsministerium. Da sind die Geheimdienste untergeordnet, das ist die zentrale Stelle, wo alles zusammenläuft, wo es darum geht, in die Rechte der Bürger einzugreifen. Und jetzt gerade dem Innenminister jetzt das Grundgesetz zu unterstellen und das Wahlrecht, also die Kernelemente unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung, das hat natürlich so etwas Ähnliches wie mit dem Sprichwort vom Bock und dem Gärtner zu tun. Also da, wo eingegriffen wird, sollen die Grundsätze geschützt und geachtet und hochgehalten werden. Das ist natürlich Käse. Natürlich, bei den handelnden Akteuren macht es keinen Unterschied, ob das jetzt bei der Frau Faeser oder bei Herrn Buschmann angesiedelt ist. Aber richtigerweise müsste man natürlich sagen, in einer echten, funktionierenden Demokratie müsste auch der Rechtsausschuss zuständig sein für Wahlrecht und Grundgesetz. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal langsam zu Fragen über, sonst läuft uns die Zeit weg. Genau, wir bieten mal die Fragerunde an mit der Drohung, wenn keine Fragen kommen, machen wir weiter, erzählen wir mal. Da hinten, bitte. Ja, einen schönen Tag erstmal. Ich muss Folgendes sagen. Zunächst einmal bin ich dankbar für die Existenz der AfD. Nicht unbedingt, weil ich sie selber wählen würde, aber allein schon aufgrund eben genau solcher Sachen, weil eben durch irgendjemanden halt tatsächlich aufgezeigt wird, was hier in den letzten Jahrzehnten schiefgelaufen ist. Gerade solche Sachen wie mit der Beschlussfähigkeit und der
Macht irgendjemand eine Regelung, von der er weiß, dass es die Verhältnisse gegen die Verschlechter? Nein. Also der Anspruch, egal ob man jetzt das Konzept für tragfähig und sinnvoll hält oder nicht, der subjektive Anspruch wird immer sein, ich will es besser machen. Also ist so eine Bezeichnung völliger Schwachsinn. Aber das ist diese, diese weichgespülte, euphemisierte Politik. Ich rede die Sachen schön, wenn sie schon in der Realität eben nicht schön sind. Und das ist einfach auch unser Alleinstellungsmerkmal. Wir